Wir haben heute 2-1 gegen Karlsruhe SC gewonnen. Wie wichtig war das Spiel heute? Ja, kann man gar nicht darüber reden. Es war sehr wichtig. Also das ist Tabellenführer, die wären mit 7 Punkten weg gewesen. Und das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir hier verloren hätten. Und ja, und die Qualität hat sich dann am Ende auch durchgesetzt. Wir haben besser gespielt, finde ich, auch erste Halbzeit vor allem. Und meiner Meinung nach haben wir verdient gewonnen. Karlsruhe hat natürlich später dann alles nochmal versucht. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg von uns heute. Es war ein sehr intensives Spiel, es ging hin und her, gerade zum Schluss gab es noch mal einige knifflige Szenen. Wie hast du es gesehen? Ja, ich habe das auch so gesehen, aber das ist ja auch normal. Ne? Also wir führen 2-0 und ist ja klar, dass Karlsruhe kommen muss. Ne? Also die mussten ja irgendwas machen, damit sie noch einen Ausgleich oder sogar den Sieg erreichen. Und deswegen war das klar, dass sie dann alles nach vorne werfen. Aber im Endeffekt haben wir gut verteidigt und nur ein Gegentor bekommen. Und meiner Meinung nach haben wir super gespielt und verdient auch gewonnen. Zweiter Platz ist es jetzt, weil Bielefeld verloren hat. Nimmt euch einer auf den Aufstiegsplatz? Das ist jetzt zu früh noch darüber zu sprechen, aber man hat ja gesehen, wir können jede Mannschaft schlagen. Wir haben in Offenbach gewonnen, wir haben in Stuttgart gewonnen und jetzt haben wir zu Hause den Tabellenführer gewonnen und sind nur noch 4 Spiele, davon spielen wir 2 zu Hause und meiner Meinung nach, also wir können uns nur selber schlagen. Wie wichtig war die Unterstützung der Fans heute? Ja, super. Ne? Also ohne die Fans, man hat wirklich gespürt, als ob man ein Mann mehr auf dem Platz war. Ne? Hat man ja gesehen, so haben wir auch angefangen zu spielen und das ist halt sehr wichtig im Fußball, dass man die Fans im Rücken hat. Ne? Und unsere Fans sind ja dafür auch bekannt, dass die uns gut anfeuern und das haben die heute auch super gemacht. Okay, herzlichen Dank und viel Erfolg noch. Ja, die Mauer 2-1 gewonnen gegen KSC. Ganz wichtiges Spiel, jetzt Tabellenzweiter. Wie fühlst du dich? Ja, wir sind heilfroh. Also es war eine intensive Woche für uns. Wir waren in Offenbach, in Stuttgart, war ein Kurztrainingslager für uns. Ich denke, das hat uns noch enger zusammengebracht. Und am Ende völlig verdient hier gewonnen. Das Stadion war so gut wie ausverkauft. Wie wichtig ist die Unterstützung der Fans? Ja, wir als Mannschaft und wir merken immer mehr Euphorie hier in Münster und natürlich spielt man lieber vor mehr Zuschauern als vor wenigen Zuschauern und es war heute wieder Gänsehaut, wie die Fans hier uns nach vorne gepeitscht haben und ich denke, man kann auch sagen, dass wir mit den Fans hier ein Mann mehr waren. Wie heißt das jetzt, den zweiten Platz zu verteidigen? Ja, also für uns, also wir gucken jetzt immer für Woche, also wir haben jetzt ein ganz, ganz schweres Spiel in Erfurt, da haben schon einige Mannschaften Punkte liegen gelassen und wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen feiern und ab Dienstag werden wir uns völlig nur auf Erfurt konzentrieren und ja, wollen natürlich dort auch 3 Punkte holen. Okay, alles klar, vielen Dank. Herr Klimo, du hast heute ein Comeback gegeben, wie glücklich bist du? Ich bin sehr glücklich. Leider Stefan und Domi sind ein bisschen angeschlagen, aber ich freue mich für diese 20 Minuten, das war super. Ein bisschen Stress dabei und ja. Und war das, bist du sofort wieder drin gewesen oder brauchtest du ein bisschen? Ja, du musst direkt 100% sein, aber ist nicht einfach. Ist nicht einfach, du musst direkt also kämpfen und ohne Ende und gegen eine gute Mannschaft, sie waren Zweiter oder Erster. Und das ist nicht einfach, solche Spiele einzugehen. Ja. Und meinst du, wirst du jetzt noch mehr spielen oder wenn die anderen Jungs wieder fit sind, wirst du erstmal hinten dran? Ganz ehrlich, jetzt ist das meine erste 20 Minuten. Ich will spielen, klar, aber momentan sind nur die Mannschaft und wer spielt, ist scheißegal. Wir müssen einfach gewinnen und fertig. Ja. Wie optimistisch bist du, dass es noch reicht für den Aufstiegsplatz? Dass es reichen wird für den Aufstiegsplatz? Wir haben alle die gleiche Ziele und wir wollen aufsteigen, klar. Wir sind ganz nah dran und es fehlt noch ein paar Punkte. Und wir haben noch, ich glaube, 4 Spiele jetzt. 4 Spiele plus Pokal. Wir wollen alle Spiele gewinnen und fertig. Ja. Okay, alles klar, viel Erfolg dafür. Patrick hat 2-1 gewonnen gegen Karlsruhe, gegen den Tabellenführer. Das war ein super Spiel. Ja, du sagst es. Wir haben Tabellenführer geschlagen, haben eine super Mannschaftsleistung abgeliefert. Bin rundum zufrieden. Vor 2 Wochen gegen Saarbrücken gab es noch dieses desaströse 3-3, also aus Preußens Sicht nach einem Superspiel noch. Jetzt habt ihr aus diesen Fehlern auch gelernt, weil die letzten Spiele habt ihr die Siege immer über die Zeit gekommen. Knappen Führung. Ja, wir haben uns halt nochmal vor Augen geführt, um was es halt letztendlich geht. Und dass 60 Minuten oder 30 Minuten einfach nicht reichen. So, und wenn ich die Leistung heute sehe, dann haben 11 Mann sehr, sehr gut gearbeitet, offensiv wie defensiv. Und das hat einen Ausschlag gegeben heute. Was meinst du, was wird Preußen jetzt noch erreichen? 2. Platz, wollte ich dir noch nehmen lassen? Auf keinen Fall, denke ich. Wir haben jetzt 3 Punkte eingefahren und am Samstag geht es weiter. Wir arbeiten hart daran, dass wir unser Ziel erreichen. Alles andere, ich bin kein Hellseher. Hast du schon mal so einen spannenden Kampf um die ersten Plätze erlebt? So 5 Mannschaften, die ganz eng beieinander sind? Nein. Auch nicht, alles klar, vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, Dominik, du musstest heute zur Pause raus. Was wegen? Ja, das operierte Knie hat wieder ein bisschen angefangen zu zwicken. Die Belastung in den letzten Wochen war immens.
Ich denke, der Körper hat heute versucht, ein bisschen zu streiken und deswegen war es eine reine Vorsichtsmaßnahme, mich rauszunehmen, bevor nachher mehr passiert. Aber trotzdem zufrieden mit der Mannschaft warst du auch in der zweiten Halbzeit? Ja, auf jeden Fall. Die Jungs haben alles gegeben, die Jungs haben gefightet. Großes Lob muss ich den Jungs geben. Wahnsinn. Wie fandst du die Stimmung im Stadion? Ja, eindrucksvoll. Super. Also wir wollten rausgehen, wir wollten den Fans was präsentieren, wir wollten die Fans auf unsere Seite ziehen. Ich denke, das haben wir heute gut hinbekommen. Vielen Dank an alle, die da gewesen sind und uns in Braviros unterstützt haben. Großes Lob. Dass nach Erfurt alle kommen. Ja, umso mehr kommen, desto besser ist es. Ja? Wir haben noch vier Endspiele, die wollen wir alle gewinnen, um unser großes Ziel umsetzen zu können. Okay, alles klar. Viel Erfolg dafür. Herr Messi, heute so Mann des Tages, beide Tore gemacht im Spitzenspiel gegen KSC. Da bist du, glaube ich, komplett zufrieden. Ja. Oder? Komplett zufrieden, ja. Ja, Hauptsache haben wir gewonnen und die Mannschaft hat schon wieder gekämpft und gearbeitet bis zu Ende. Und ja, wir haben eine richtig geile Truppe und wir zeigen das ja, fast jede Woche. Und ich freue mich, dass wir haben, ich glaube, in meiner Meinung gelernt nach diesem Saarbrücken-Spiel. Und ja, am Ende, dass wir mussten das dicht hinten machen und alles geben, kein Tor zu lassen. Und wir haben das heute und die letzten zwei Spiele auswärts gemacht und ja, richtige drei Punkte geholt. War das der typische Tor von Messi Taylor heute? Welche? Das erste oder auch das zweite. Im zweiten, wo der Spieler von Karlsruhe den Ball nicht gut zurückspielt oder zu kurz? Ja, typische Tor. Ja, Tor ist Tor, meiner Meinung nach. Ich will einfach Tor schießen und egal wie oder. Und ja, manchmal loop ich gerne und heute hat es zweimal geklappt. Wie zufrieden warst du überhaupt mit der Stimmung im Stadion? Wie hast du das empfunden? Es war überragend für unser Spieler. Das hilft uns enorm und die Unterstützung von den Fans und der ausverkaufte Stadion, ja, das motiviert uns. Diese eine Schritte, das gibt uns ein bisschen mehr Motivation und ja, das hilft uns enorm. Und jetzt nach Erfurt nächste Woche, dann geht es nochmal richtig ab. Und du hast die Hoffnung, dass da auch viele Fans mitkommen, ähnlich wie Offenbach? Ja, hoffentlich. Ja, wir brauchen diese Unterstützung jetzt. Und das wäre dann auch ein richtig harter Kampf, ein hartes Spiel. Und wir würden versuchen, unsere drei Punkte wieder zu holen. Okay. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Danke. Okay. Ciao. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Spitzenspiel in Karlsruhe SC. Ich glaube, ich muss nicht fragen, wie zufrieden Sie sind. Ja, bin sehr zufrieden. Ohne mich zu fragen, werde ich das so sagen. Also ich bin sehr zufrieden, weil die Mannschaftsleistung war hervorragend. Wieder sehr, sehr diszipliniert gespielt. Alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und vor allen Dingen, erste Halbzeit war sehr gut. Also taktisch von uns sehr, sehr klug gemacht und verdient auch in Führung gegangen, 2-0. Und dann war natürlich so, dass beim Gegentor war schnell ausgeführt vom Gegner, waren wir hinten nicht zugeordnet. Die haben uns überrascht dadurch und haben wir das Gegentor bekommen. Und dann hat jeder diese negative Erlebnis noch vom Saarbrücken, wo wir vom 3-0 3-3 gespielt haben. War mir schon klar, dass wir nach dem 2-1 ein bisschen Druck kriegen, dass wir auch vielleicht ein bisschen die Ordnung verlieren. Das war auch so, weil Karlsruhe hat auch angefangen mit vielen langen Bälle zu spielen. Die haben auch die großen Leute und das ist immer gefährlich. Und zum Glück haben wir das über die Zeit gebracht und ich sage es nochmal, unterm Strich geht der Sieg absolut in Ordnung. Hochverdient von der Mannschaft bis auf letzte Minuten, wo wir keinen schönen Fußball mehr gespielt haben, aber es war nicht mehr möglich, weil wir auch vier Spiele in nicht mal zwei Wochen haben und die Kräfte haben uns ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem bin sehr, sehr zufrieden. Nicht geplant war mit Sicherheit, dass die Innenverteidigung zweimal gewechselt werden musste. Wie geht es den Spielern? Ja, das kann ich jetzt nur spekulieren und das möchte ich nicht. Also ich habe mit den beiden noch nicht gesprochen. So, bei Dominik Schmidt glaube ich, ist nicht so schlimm. Ich muss gucken, was der Stefan Kühne hat. Bei Stefan sah eher schlechter aus. Ich hoffe, dass nicht was Schlimmes ist. Muss ich gleich mit ihm nochmal reden. Jetzt haben ja relativ viele Spieler die vierte gelbe Karte, schon stehen vor der Sperre. Macht das einen Einfluss auf die Ausstellung? Nein, nein, nein. Also das wäre, glaube ich, sehr, sehr spekulativ, wenn ich jetzt anfange mit sowas zu rechnen und sagen, was ist wenn und das und jenes. Ich nehme das so, wie es kommen soll und wenn jetzt passieren sollte, dass ein oder zwei Spieler gelb kriegen und die nächste Spiel gesperrt, dann haben wir auch gute Bank draußen, die werden auch sie gut ersetzen und sie sehen auch, ob Adi Menger ist, ob Dennis Krote ist oder Diemann, das auch
jeder, der kommt, bringt seine Leistung. Und das heißt, es wäre ganz schlimm, wenn wir jetzt 4, 5 Ausfälle auf einmal haben. Das wird natürlich dramatisch. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir Fabi einmal gehabt, der ausgesetzt hat. Wir haben jetzt Trucki gehabt, der ausgesetzt hat. Also das, wenn einzeln so geht, dann kriegen wir das auf jeden Fall problemlos das hin. Wie hat Ihnen die Stimmung im Stadion gefallen? Das Stadion war da nahezu ausverkauft. Wie hat das auch nochmal doppelt motiviert? Ja, natürlich. Also tolle Stimmung. Und ich habe auch bei der Pressekonferenz gesagt, wir wollen am Samstag, für heute meine ich, die Fans so begeistern, dass die uns 90 Minuten unterstützen. Und die fanden das stark, wie sie das gemacht haben. Jetzt geht es nach Erfurt nächste Woche. Preußen jetzt auf dem Platz 2, weil Bielefeld verloren hat. Wird das jetzt der Aufstieg werden? Ja, ich denke, dass jetzt wir jedes Spiel schwerer haben. Also da geht es um viel. Es ist auch, die Spiele werden weniger. Und das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr, ein oder andere Fehler zu korrigieren. Also das heißt, wir dürfen keinen Fehler machen. Es ist ja jetzt ein Fünfkampf um den Ausstieg. So eine enge Lage schon mal erlebt, dass es so eng ist, so viele Mannschaften? Um ehrlich zu sein, also das ist extrem dieses Jahr. Weil dieses Jahr, letztes Jahr glaube ich, mit 68 Punkten könnte man aufsteigen. Ja? Und dieses Jahr mit 68 Punkten weißt du gar nicht, was passiert. Also vielleicht muss man 75 Punkte mindestens haben, um, wenn man aufsteigen will. Okay, dafür wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss.